Hallo ihr Lieben, mein Name ist Jöran Felkner und wir sind heute wieder in unserer Praxis in Leipzig, in der wir uns den Zahnarzt eurer Zähne auf die Fahne geschrieben haben. Und im heutigen Video soll es um den großen Füllungsvergleich Composite versus Amalgam gehen. Wir wollen so ein bisschen die Vor- und Nachteile beleuchten und auch ganz kurz einmal auf die Biokompatibilität eingehen. Aber bevor es mit dem Video losgeht, noch eine kurze Bitte an euch: Wenn ihr immer up-to-date bleiben wollt und euch unser Content gefällt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal und bleibt immer auf dem Laufenden. Und jetzt steigen wir mitten ein in das Thema. Also, wir stellen uns vor, ihr bekommt eine Füllung und ihr seid unentschlossen, welches Material für euch geeignet ist. Und in den meisten Fällen habt ihr eben die Auswahl zwischen Amalgam und Composite. Und ich will als erstes mal auf die Amalgame eingehen. Also die Vorteile von Amalgam sind auf jeden Fall, dass es ein sehr einfach oder einfacher zu verarbeitendes Material ist, dass es kostengünstig ist. Es ist in Deutschland nach wie vor die Kassenleistung, wenn ihr gesetzlich versichert seid, also ohne Zuzahlung. Es ist ein Material, was Feuchtigkeit gut verträgt. Das bedeutet, es muss nicht besonders trocken gelegt werden. Man kann das, also Speiche stört nicht. Das ist auch ein Vorteil. Nachteil ist, dass Amalgam ist ein Füllungsmaterial, wo relativ viel vom Zahn weggenommen werden muss. Das bedeutet, wenn der Zahn zum Beispiel nach der Kariesentfernung parallele Wände hat, dann kann man da nicht eine Amalgamfüllung legen, sondern Amalgam braucht einen Unterschnitt. Das bedeutet, man müsste dann zusätzlich noch zu der Karies noch mehr vom gesunden Zahn wegschleifen, damit man unter sich gehende Stellen hat und das Material sozusagen reingedrückt werden kann, weil das ist der nächste Nachteil. Amalgam geht keine direkte Verbindung zu eurem Zahn ein, ne? Sondern es wird wirklich einfach nur reingedrückt. Und daher braucht es eben diese Unterschnitte. Dann Minimalinvasivität kann man da eben auch nicht sagen bei so einem Material. Das bedeutet, gerade wenn ihr jüngere Zuschauer seid, dann ist es unter Umständen eben auch nicht so geeignet, weil dann mehr vom Zahn weggenommen wird als vielleicht bei einer Composite-Füllung. Dann die Ästhetik natürlich, ganz klar. Also gerade in einem Bereich, der weiter vorne ist im Seitzahnbereich, wenn man dann lacht, so gerade größere Amalgamfüllung, würde man schon das Silberne sozusagen würde man sehen. Und ein Nachteil ist mit Sicherheit auch, dass es eben nach wie vor Quecksilber enthält. Und das ist, denke ich, für viele zumindest was sie jetzt nicht unbedingt auch in gebundener Form nicht im Körper haben wollen. Dann würde ich als nächstes zum Composite kommen. Bei den Compositen sind die Vorteile natürlich, als erstes die Ästhetik. Ja, also Composite, also Kunststoffe sind zahnfarbene Materialien. Wenn die gut gemacht sind, erkennt also als Laie sowieso nicht. Und manchmal nicht mal als Zahnarzt erkennt man dann, dass es quasi dieser Kunststoff oder dieses Composite ist. Der nächste Vorteil ist, dass Composite den Zahn stabilisieren, weil sie eine direkte Verbindung eingehen mit dem Zahn. Also sie werden ja an den Zahn geklebt und stabilisieren den so. Dann ist Composite ein Material, was man sehr minimalinvasiv, also Zahnhartsubstanz, schon verarbeiten kann. Das ist im Wesentlichen auch der größte, aus meiner Sicht, der größte Vorteil im Vergleich zu Amalgam. Das bedeutet, wenn ihr an eurem Zahn eine Karies habt und ihr entfernt die Karies, dann ist es eigentlich vollkommen egal, welche Form der Zahn danach hat. Man kann das alles einfach so mit Kunststoff füllen und muss da jetzt nicht noch zusätzlich irgendwas wegschleifen, damit das Material hält. Genau, und was auch noch ein Vorteil ist, dass man die Composite auch als Aufbaumaterial, wenn man vielleicht im Nachfolgenden doch mal noch eine Krone oder Teilkrone braucht, kann das Kunststoff- oder das Composite-Material verbleiben. Das ist auch wieder ein Vorteil gegenüber dem Amalgam. Dann als Nachteil ist bei Compositen eigentlich aus meiner Sicht nur, dass es, also Kosten, ne? Da entstehen im Vergleich zum Amalgam Zusatzkosten, die die Krankenkasse nicht übernehmen wird, wenn ihr gesetzlich versichert seid. Und es ist ein techniksensitives Material, das heißt, es mag keine Feuchtigkeit. Das heißt, euer Zahnarzt oder eure Zahnärztin müssen zusammen mit der Assistenz wirklich darauf aufpassen, dass es schön trocken bleibt, dass eben nicht Speiche die ganze Zeit auf den Zahn kommen, weil sonst wird das nicht halten. Ja, und dann hatte ich ja eingangs noch gesagt, dass wir noch über die Biokompatibilität sprechen wollen. Biokompatibilität bedeutet, vereinfacht gesagt, die Verträglichkeit des Materials. Und da ist es so, dass beide Materialien, sowohl Composite als auch Amalgam, eben ja, Bestandteile haben, die im Mund freigesetzt werden können und zumindest im Labor, das heißt, wie soll man sagen, nicht im Menschen, sondern eben im Labor, toxische Reaktionen auslösen können. Und das ist beim Amalgam, klar, werdet ihr alle wissen, ist es Quecksilber und das ist im Wesentlichen bei den Kompositen sind es die Monomere. Aber wie gesagt, also richtig epidemiologische Studien dazu, die das jetzt nachweisen, gibt es eigentlich nicht. Es gibt immer nur so Einzelfalluntersuchungen. Und generell weiß man, dass zahnmedizinische Werkstoffe, also alle zahnmedizinischen Werkstoffe, ungefähr in 0,3% der Fälle überhaupt Nebenwirkungen verursachen. Nur mal als Vergleich,
Bei Kosmetika liegt die Wahrscheinlichkeit, Nebenwirkungen zu bekommen, bei 12%. Also nur, dass er mal einordnen konnte. 0,3% heißt ja im Umkehrschluss, dass in 99,7% ja nichts passiert. Also es gibt die Fälle für sowohl Amalgam als auch Composite, aber sie sind sehr, sehr gering. Und deshalb kann man eigentlich auch sagen, dass es sehr verlässliche Materialien sind. Was würde ich jetzt nur empfehlen? Was wäre quasi mein Sieger bei dem Vergleich? Und das ist für mich eindeutig ein gut gemachtes Composite. Einfach weil, wie gesagt, vor allen Dingen wegen der Ästhetik, der stabilisierenden Wirkung und wir sind große Freunde von Minimalinvasivität. Also wir wollen euren Zahn nur so viel schädigen wie gerade oder wegnehmen von eurem Zahn nur so viel wie gerade notwendig. Und das muss aus unserer Sicht nicht übermäßig sein, nur weil man für irgendein Material, in dem Falle Amalgam, mehr vom Zahn wegschleifen muss. Da wären wir nicht, ja, würde ich mit meinem eigenen Zahn auch nicht wollen und so würde ich auch euren Zahn behandeln. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Auch wenn irgendwas noch unklar ist oder ihr irgendwas, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen dazu gehört habt, die ich gerne beantworten soll, dann nur zu. Wir beantworten das gerne und ansonsten freue ich mich auf das nächste Video mit euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.